Hallo zusammen, mein Name ist Rahel. Habt ihr schon mal Spaghetti aus Gemüse gegessen? Vielleicht kennt ihr schon Zoodles oder andere Spaghetti, die man mit dem Spiralschneider schneiden kann. Und heute zeige ich euch aber, wie ihr aus Stangensellerie Spaghetti macht. Dafür braucht ihr nicht mal den Spiralschneider, sondern einfach nur ein Messer. Also, los geht's! Als erstes bringe ich einen großen Topf mit Wasser zum Kochen. Und hier darf ordentlich Salz rein. Beim Stangensellerie habe ich schon mal die Fäden entfernt. Das könnt ihr entweder mit einem kleinen Messer machen, also die Fäden rausziehen, oder mit einem Sparschäler. Und jetzt schneide ich die Stangen in etwa 5 mm dicke Streifen. So. Die Stangensellerie-Spaghetti kommen jetzt ins kochende Wasser. Ein Teil vom Einweichwasser fange ich auf. Das brauche ich später im Rezept. Die Stangensellerie-Spaghettis, die schrecke ich jetzt kalt ab und lasse sie dann abtropfen. Zu unseren Spaghetti gibt es noch ein Kohlrabi-Pesto. Dazu schneide ich erstmal die Petersilie, nämlich sehr fein. Dann kommt die Petersilie in einen Mörser. Ihr könnt alternativ auch einen Stabmixer verwenden oder die Zutaten, also wenn die Petersilie wirklich klein geschnitten ist, könnt ihr sie auch einfach vermengen und gut untereinander heben, damit sich die Aromen gut entfalten können und verteilen können. Dann ein bisschen Thymian. Hier habe ich gemahlene Haselnüsse. Und dann noch etwas Olivenöl. Dann noch etwas Salz. Pfeffer. Als Topping für unsere Stangensellerie-Spaghetti gibt es noch Pilze. Und zwar habe ich hier Shiitake-Pilze schon mal in Scheiben geschnitten und die brate ich jetzt noch an. Etwas Salz dazu. Pfeffer. Und dann kommen die Pilze erstmal zur Seite. In der gleichen Pfanne röste ich jetzt noch den Kohlrabi. Den habe ich schon in kleine Würfel geschnitten. Den Kohlrabi röste ich für ungefähr 2 Minuten. Dann lösche ich mit dem Kochwasser vom Stangensellerie ab. Und Salz dazu. Nachdem das Wasser einreduziert ist, gebe ich das Pesto dazu. Nur kurz, damit die Kräuter nicht verbrennen. Dann hebe ich die Spaghetti unter. Sobald die Spaghetti warm sind, kann ich anrichten. Wow, was für eine geniale Geschmackskombination. Stangensellerie, die Pilze, die Haselnüsse, einfach perfekt. Falls ihr ein etwas sättigenderes Gericht möchtet, dann könnt ihr ganz einfach gekochte Vollkornspaghetti unterheben.
Ich hoffe, euch hat dieses Rezept gefallen und wir sehen uns bald wieder mal hier im ZDG-Kochstudio. Bis dann! Ciao!